Recht herzlich willkommen zur Folge 119 von Towns. Laden wir unseren Spielstand. Jo, da wollen wir mal schauen, wie es so weitergeht, ne? Na, zack, zack, jetzt mal ein bisschen schneller hier. Gut, da sind wir drin. Hier oben haben wir noch ein paar Steine in Auftrag gegeben für die weiteren Zimmer. Die beiden Scuffrolls sind hier, damit die da oben nicht sterben, ne? Ist jetzt auch keiner mehr oben, hat ja mal geklappt. Treppe hatten wir irgendwie... Auftrag geben, ist die da in der Ecke schon, ne? Kann das sein? Ja, ist sie. Wunderbar. Gut, das bedeutet jetzt eigentlich, dass wir da, denke ich mal, neben doch noch eine Treppe mehr haben müssen. Okay. Darunter natürlich machen wir so einen schicken Stein drunter hier, ne? Oh. Ne, nur einen. Und darauf machen wir dann noch einen. Aber da lassen wir erst den einen kommen, das ist dann besser, denke ich. Wie sieht's mit Dach aus? Dach ist hier. Oh, hat gerade einer eins hingelegt. Wunderbar. Können wir aber schon weiterbauen. Nochmal hier ins Menü. Zurück, zurück. Dach. Braunes Dach. Und, ja. Ist jetzt die Frage, ne? Wie das so klappt, ne? Da geht noch nichts. Zeigt er ja wunderbar rot an. Wird schon schwierig, denke ich mal. Gucken wir, ob das funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber sieht so aus. Und habe ich nicht die Shift-Taste gedrückt? Ist aber auch nicht so schlimm. Machen wir da auch nochmal hin. Dann sollte das auch werden, oder? Gut, wie sieht's unten aus? Der Ofen hat noch keinen Platz gefunden. Den haben wir einen mehr gemacht, damit hier das Dächlein wegkam. Das haben sie dann schnell noch eins produziert. Ist aber nicht so schlimm. Hatten wir nicht hier noch irgendwo gesagt, soll der noch hin? Da sollen Dingens hin. Gut, dann machen wir da noch definitiv einen Ofen mehr hin. Wo ist er? Da ist er. Shit, das war's nicht. Nochmal den Ofen. Ja. Da steht zwar wunderbar, in welche Richtung der ist, aber... Oh. Ein Angriff. Ich sehe ihn, ohne hier oben reinzugucken. Na super. Gut, okay. Ja, da können wir schon eine Stufe schneller machen und lass es mal kommen. Dann wollen wir mal sehen, ne? Achso, hier wollten wir ja... Aha, haben wir das letzte Mal nicht gemacht hier? Ich dachte, wir hätten letztes Mal hier so eine Stufe davor gemacht, oder? Okay, nicht schlimm. Lassen wir erst, jetzt gucken wir erstmal, wie es hier weitergeht. 11 und 3, Happiness ist 8, also nicht so gut. Oh, da kommt eine Karawane rein. Die ist aber noch nicht da, ist klar. Die muss ja erst hier hinkommen. Unsere Leute sind am Laufen und am Dächer bauen, ne? Was macht er hier oben? Kommt er da nicht weg, oder was? Sollte er aber eigentlich, weil hier ist doch alles möglich, oder? Ja, der kommt da ja auch hin. Also muss das gehen. So, die Karawane kommt, aber die kämpft doch nicht. Also, wegen der Karawane ist jetzt angehalten, klar. Gut, da gehen jetzt ein paar grüne Schleime erstmal jenseits. Und wir gucken gerade mal rein, was er uns mitbringt. Ein Wooden Square Table. Ein Schachbretttisch, würde ich mal sagen. Tür... Stühle, Betten, Wasserrad, noch ein schickeres Bett. Ja, ganz viele schöne Sachen, die wir alle... Die Harfe, die wäre ja vielleicht interessant. Vogelkäfig, verdammt teuer. Ja, der hat viele Kinkerlitzchen mit hier, ne? Sniker Pool, das ist so ein Engraving Stone. Ein gravierter Stein, ja... Schön, alles prima. Was sollen wir von dem noch nehmen? Den Vogelkäfig machen wir mal noch. Haben wir zwei dann zwar, aber nicht so schlimm. Eine Dekokiste? Nee. Betten nehmen wir noch und dann gucken wir mal, was wir ihm geben können. Hier ein bisschen, das ist ja schon reichlich, sehe ich gerade, ne? 1500 fast, meine Güte.
Aber da können wir auch einiges entsorgen, ne? Hier, zack. Und schon ist das erledigt, oder was? Zack. Und da 10 weniger. Tauschen. Und los geht's. Gebt ihm alles, damit der Müll wegkommt. Gut, da laufen noch ein paar Gegner rum, aber das wird nicht lange dauern, dann sind die gelaufen. Essenstechnisch ist hier in den Fässern nichts drin. Ha, da ist der Ofen jetzt falsch rum. Was war das? Ost, ne? Ja, ich glaube ja, dann passt's. Gut. Da kommt schon der nächste Schleim, wird auch angegriffen. Ist ja kein Ding, die sind relativ zahm, würde ich jetzt mal sagen, so. Gut, auch schon weg. Vergangenheit angehörend. Können sie dem eigentlich gleich geben? Der steht ja neben denen. Dachtechnisch sind noch einige Sachen da zu machen. Und hier oben, wie sieht's da aus? Die Mauer hat noch zwei Dingens. Der Stein ist auch da. Das heißt, wir können den Waldrand da drauf setzen. Da, da, da. Haben wir ihn ausgewählt? Ja. Gut. Okay, der da drauf und dann müsste es gehen. Und jetzt haben wir hier. Müsste funktionieren eigentlich diese Reihe, ne? Oder? Gut, die drei sind ja auch schon da. Das ist okay. Da kommt schon wieder ein Stein, das ist auch okay. Treppe geht bis dahin, müssten sie hochkommen. Müsste also eigentlich rein theoretisch ja auch hier zumachbar sein, ne? Gut, und hier oben kann eigentlich Dach drauf. Während ich beim Dach mich jetzt erstmal hier unten drauf konzentriere, dass das fertig wird. Da haben wir schon wieder einen Vogelkäfig gekriegt. Diese Steine wären natürlich schön, wenn die da mal einer wegnehmen würde. Passiert aber nicht. Wahrscheinlich können wir die dann doch zerstören. Essenstechnisch fehlt's. Der Händler steht noch da. Was kriegt er noch? Aber nicht mehr ganz viel, dann ist er weg. Das ist gut so. Prioritäten liegen vorm Händler und dann aufs Essen. Ja, passt eigentlich. Okay, da wird gerade auch schon ein Schwein geschlachtet. Der Händler kriegt seine Waren auch schön. Die roten Schleime oder rotes Gel kriegt er. Und dann dauert es auch nicht lange, dann ist er weg, oder? Gut, okay. Was? Ja, wir wollen erst dieses Dach fertig machen. Das läuft ja auch ganz gut. Ein Dach ist runtergefallen, sehe ich schon. Das hat nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Natürlich genau unter so einer Tretmühle. Das heißt, das kriegen wir da auch wieder nicht weg, ne? Unlock. Ja, müssen wir gucken, wo wir die Tretmühle dann hinstellen und wollen wir hoffen, dass es gerade auch dann passend ist. Stellen wir die mal gerade vorübergehend dahin. Ich will mal hoffen, dass die einer nimmt und wegträgt und nicht eine neue baut. Aber sonst stellen wir drei nebeneinander, egal. Ja, das hat geklappt, das ist prima. Dann müssen wir hier gerade so ein Gerüst bauen, damit wir an die Dingens kommen. Ist das da gewesen? Ich glaube ja, ne? Oder war es ein daneben? Ganz einfach machen wir mal gerade diesen 3D-Cursor an, dann müssten wir das ja eigentlich sehen. Ist er das? Ne, das war er nicht. Das ist er. Ne, Blödsinn. Das ist Ebenen hoch und runterschalten. Da ist der 3D-Cursor. Ja, man sieht es jetzt auch wunderbar, weil er da drunter steht. Den machen wir wieder aus. Gut, dann sollte die Dachspitze ja auch woanders verarbeitet werden, wenn dann die Möglichkeit besteht, Dach zu bauen. Okay. Ja, da fällt mindestens einer wahrscheinlich gleich runter. Den können wir deleten. Weil es ist schon weg. Die Dachspitze ist ganz schnell eingebaut worden. Super. Ist gleich fertig. Da kommt schon das nächste Teil dafür. Wunderbar. Die müssten eigentlich auch alle sitzen. Wieder eins mehr. Prima. Klappt gut. Nur die Steine. Die kriegen wir da nicht los. Die will keiner darüber bauen. Hier ist schon fast fertig.
Ist das schon der Stein? Ja, es ist schon der Stein. Das heißt, wir bauen da noch eine Treppe hin, oder? Obwohl. Ja, hätte man ein bisschen schicker bauen können, sehe ich mal gerade so, ne? Der ist ja prima so, aber der Absatz, der fehlt da mir. Ah. Kriegen wir schon hin, ne? Zup. Bauen wir mal so. Und bauen wir da weiter eine Mauer. Das passt dann schon mal. Da hoch und dann... Wie kommt das dahin? So. Und hier? Nee. Quatsch. Da nicht hin. Da ist Teil weg. Lass es erstmal bauen, dann sehen wir weiter. Oder wir machen es gleich schon. Treppe war hier, ne? Genau. Gut. Werden wir gleich sehen, wie es aussieht. Da könnte auch einer hin, ne? Zup. Zup. Da, 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 da. Und zu, oder? Jo, dann ist da eine Decke reingezogen. Funktioniert dann. Okay. Was macht das Dach hier unten? Ist soweit auch schon zu. Gehen wir zurück und dahin. Dahin. Passt. Warum laufen die alle so langsam? Haben die ja nichts zu essen, ne? Vielleicht sollten wir da irgendwas, nicht das, das erhöhen. Getreide. Dann, was haben wir hier? Milch und Eier. Gehen wir zurück zum Backen und haben wir schon zwei Brote, machen wir drei raus, okay. Da muss ein bisschen mehr Vorrat sein. Bei so vielen muss das auch gehen. Oder auch nicht, ne? Gut. Die Herde haben wir. Hier die Tretmühle ist da. Sollen wir die wieder zurückstellen oder da belassen? Wenn die da stehen, dann verbrennen die sich ja eigentlich am Ofen den Hintern, ne? Machen wir mal Unlock. Und gucken, ob wir es noch hinkriegen, dass die Tretmühle wieder an seinen alten Platz kommt. Passt. Wir hoffen, dass da auch einer das gleich macht. Na, kommt keiner und tut die Tretmühle umstellen. Das Dach wird wunderbar gebaut. Die Tretmühle, ich wollte schon gerade sagen, da holt einer jetzt die Tretmühle, aber das war nicht so. Ja. Jetzt aber. Und wird auch rübergestellt. Wunderbar, hat das geklappt. Keine neue, sondern die alte. Ich glaube, wir zerstören das hier. Das hat ja keinen Sinn. Da warten wir ewig drauf, bis da einer die Steine wegholen wird. Ist zwar nicht so schön, aber können wir jetzt nicht ändern. Okay, da müssen wir einer tiefer. Geht das nicht so, aber jetzt ist es schon weg. Gut, dann einmal wieder zum Dach hin. Und sup, eine neue Reihe. Da ist schon fast fertig. Vorne kommt schon hin. Da haben wir noch einen Scaffold, der dafür gut geeignet ist. Boah, da kriegt einer lang. Was macht der? Stirbt er gleich? Nein.
Jetzt läuft er wieder schnell. Da wird gegessen. Wie sieht's mit unserem zweiten Essraum aus? Da ist jetzt eine Kampfarena wohl eher draus geworden. Tisch und Stühle haben wir reichlich. Helden kriegen wir gar nicht mehr. Happiness ist auch schlecht. Ich glaube, wenn es nichts zu essen gibt, dann gibt es auch keine Helden, oder wie war das? Das ist zu, das heißt, den können wir auch wegmachen. Sonst ist hier nichts, ne? Nein. Der steht auch jetzt unterm Dach. Das bringt also auch nichts. Und der geht noch. Gut, das wird schön weitergearbeitet. Hier fehlt nur noch einer. Zack. Das sieht schlecht aus. Das passte nicht. Na komm, machen wir das Dach erst so zu. Wird schon werden. Okay. Hier oben ist die Treppe da. Steht aber super ungünstig da. Gut, da ist ein neuer Stein gekommen. Ah, warte, wir können die da drehen. Naja, können wir nicht drehen. Schade, ich dachte. Nee, das geht da leider nicht. Und gehen wir mal in die passende Ebene. Würde ich gern hier so einen Überhang produzieren. Probieren wir das mal. Aber der da muss weg, der soll da nicht hin. Da soll ja die Treppe bleiben. Ob der Stein jetzt geht, ist dann die Frage. Kann sein, dass der gleich runterfällt. Wir werden es sehen. Oh, da kommt einer angekrochen, um den Stein zu setzen. Und der hat es geschafft, hier unten irgendwo lang zu gehen. Sehr interessant. Ah, hier ist eine Mauer, die nicht durchgezogen ist wahrscheinlich. Komm, zwei Steine da drauf, dann sieht das auch schick aus, oder? Gut. Gucken, ob das geht. Klappt. Okay, wir kommen in die Räume rein, das ist ja kein Ding. Gucken wir mal gerade hier unten weiter. Da passiert gerade nichts. Dach wird gar nicht, doch, da kommt gerade wieder ein Teil, alles klar. Wollte schon gerade sagen, was sind das für faule Hunde, die nichts tun. Passt aber. Essen, da ist ein Huhn, Hähnchen. Da wird gemahlen, das ist auch okay. Okay, Essen wird gemacht. Happiness ist niedrig. Okay, zu viele Aufgaben, oder wie war das? Ja, müssen wir abwarten, ne? Das Dach machen wir jetzt fertig hier. Den Raum gucken wir auch fertig zu kriegen. Und dann machen wir erstmal ein bisschen Leerlauf, damit wir hier vielleicht noch ein paar mehr kriegen können. Ja, hier ist auch schon ein Teil mehr. Zack, zack. Nee, da, da. Den möchte ich als letztes machen, einfach aus dem Grund, weil wir da hoch und runter gehen können. Obwohl, es müsste eigentlich nachher auch klappen, da hoch und runter zu gehen, nämlich hier lang. Aber man weiß ja nie. So. Holzvorräte. Zu überlegen, das hier wegzureißen, ne? Hier wollten wir mehr haben, vielleicht. Das machen wir weg. Steht zwar Unlock, aber irgendwie geht's nicht mit Unlock, ne? Weg damit. Steht hier, brauchen wir nicht. Kann man das cutten? Ja. Keine Ahnung, was da jetzt mit passiert ist, aber das ist weg. Da machen wir wieder Gras raus. Der Versuch ist halt fehlgeschlagen. Und wir könnten da mal gerade noch eine zweite Reihe Bäume anpflanzen. Ha. Wir wollen nur das Dach fertig machen und dann ein bisschen Leerlauf haben, damit Leute kommen. Dann wollen wir auch mal so lange warten, ne?
Das Dach können wir aber weitermachen, das dürfen wir ja. Immer gesagt, bis das Dach hier fertig ist. So, geht das? Nein, geht nicht. Da fehlt noch in der Mitte einer dann. Also den erst. Ja, wenn das weg ist, könnte das ja eigentlich auch weg sein. Dann sieht es auch schick aus. Jetzt hatten wir das nur höher gemacht, weil wir dachten, das hier funktioniert. Ja. Gehen wir mal hier hin. Die machen wir weg. Boah, werden auch nirgendwo eingesetzt. Wäre auch schön gewesen, wenn die woanders gebracht worden wären. So, da kommt keiner mehr hoch. Und dann können wir hier oben das auch wegmachen. So, und dann da Dach hin. Dann sieht das auch einheitlich schön aus. Ja, wie weit das hier weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht die Mauer nachher um den Friedhof ziehen, dass der innen ist. Diesen Berg noch abtragen. Puh, da haben wir natürlich hier noch ein bisschen Berg, was abgetragen werden muss. Jetzt sind sie gerade alle hier am Dingens machen. Wie heißt es? Am Dachspitzen machen. Ist aber okay. Der kann, glaube ich, auch weg. Ja, der kann auch weg. Da ist sogar einer oben gewesen zum Kämpfen. Sehr interessant. Was macht unser Burner? Knochen immer mehr. Machen wir mal 20 Knochen kaputt. Und 5 Dreck. Und dann sollte das fertig werden. Okay. Okay, da war dieser Pond, der Teich. Den haben wir da. Holz ist hier. Ach, da sind sogar zwei Felder. So, da wollen wir auf jeden Fall auch noch mal mehr Bäume hinmachen. Ja. Klappt schon. Die Bäume sind ja hierfür, ne? Und diese könnten wir dann... Tja, die sollten eigentlich alle weg. Ja. Oh, da läuft auch einer wieder super schnell mit dem Stein durch die Gegend. Ja, der eine Stein, der hat es nicht geschafft, habe ich mir gedacht. Dann nochmal. Denn jetzt wird es dann klappen, ne? Gehe ich mal von aus. Ob man den da jetzt wegnehmen kann? Schwierig. Wir werden sehen. Das Dach, okay, geht weiter. Ein zurück, zwei zurück, Dach ausgewählt, nochmal Dach ausgewählt. Und geht das schon hier? Geht schon. Zumachen. Und da... Ob es ein zu tief? Das passt nicht, ne? Nein. Geht nicht. Muss man blöderweise von da hinten ziehen oder von da geht auch. Oder nicht? Ich habe das Dach nicht ausgewählt, deswegen geht das nicht. Aber da geht's. Ah, jetzt sitzt da natürlich wahrscheinlich da auch ein hin. Kriegen wir die Zone da hinten noch weg. Zack. Ja, sonst kommen sie da nicht hoch, den da hinzusetzen, die Teile. Oder doch, ich weiß es nicht. Aber ich will es nicht drauf ankommen lassen. Da unten steht der Scaffold oder wie der auch immer heißt. Und da können sie hoch und das sollen sie das Teil als letztes reinbauen. Super. Klappt doch. Müsste nur wieder zurückgehen, dann weiß ich es auch. Nein, geht da auch. Und die können da lang zurückgehen. Also bräuchten wir das da eigentlich gar nicht mehr. Zack. Zu. Und den deleten. Ich glaube, dann haben wir auch alles. Der hatte jetzt ein rotes Kreuz, dass er den da hingebracht hat. Interessant. Ja, vielleicht war der vorher irgendwo eine Fehlkonstruktion. Kann ja sein.
Gut, okay, dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge aber auch wieder reichen. Wie sieht es hier oben aus? Okay, der Stein liegt da noch, da ist ein anderer für hingekommen, oder? Ja. Dann destroyen wir den mal gerade, dann sieht das da auch gut aus. Und die Treppe haben sie jetzt auch umgebaut, dass die richtig schön zum Hochgehen ist. Das gefällt mir gut. Okay, dann würde ich mal sagen, soll es für die Folge aber auf jeden Fall reichen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Runde dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.